Noch irgendwo ein Wimmelbild, weil ich übersehen habe, wenn ich zurückgehe. Hier, genau. Habe ich es mir doch gedacht. So, dort ist die Karte. Eine Bürste. Bürste. Dort. Wäre jetzt eigentlich ein Besen. Besen. Die. Die Haare vom Besen. Haare? Keine Ahnung. Borsten. Kaffeemühle. Das war ein Kelch. Aber egal, finde ich auch gut. Anubis. Anubis, Anubis, Anubis. Ein Teddybär. Glas war hier, das war ein Spiegel, okay. Kann ich mir noch von letztem Mal dran erinnern. Gebiss, das war da oben. Eine Axt war dort. Ein Rasiermesser war dort oben. Ein Spielzeugauto war hier. Eine Brille war dort. Ein Teller war dort oben. Ein Glas war nicht hier, aber dort. Jetzt fehlt bloß noch Anubis. Ich habe ein Glas gefunden. Was bringt mir denn jetzt ein Glas? Hier geht es nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Ich muss irgendwie den Arm kriegen. Ah, ich kann noch weitergehen. Dann. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Nee, dann komme ich da hin. Hä? Achso, das war hier raus. Dort ist noch ein Wimmelbildspiel. Hohler Baum. Okay. So. Die Spinne bringe ich besser, eine Fliege zum Dinieren. Ich will nicht gebissen. Achso. Vielleicht kann ich die Fliege fa. Was sagt sie? Ja, besser eine Fliege zum Dinieren. Ich will nicht gebissen werden. Ich habe irgendwo eine Fliege gesehen. Vielleicht kann ich die Fliege fangen und sie an die Spinne verfüttern. Muss ich jetzt nicht Fliege draußen finden, oder? Mäh. 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 So. Ist die Fliege hier oder wo ist die Fliege? Ja, du willst nicht gebissen werden. Irgendwo hat es sie gesehen. Ah, warte mal, da oben. Geht es damit? Nö. Komm, da sind noch lauter Glühwürmchen. Es geht damit auch. Okay, also halten wir mal nach einer Fliege Ausschau. Und wir können die auch sicher mit dem Glas fangen. Sonst hält mir das Glas nicht. Hier ist eine Fliege. Ah, eine Fliege wäre eine Spinne größter Schmaus. So, komm, flieg einfach so rein. Finde ich gut. So, dann wieder zurück. Falsch gelaufen, zum Baumstumpf. Guck mal, ich habe dir was zu essen mitgebracht. Du musst mich nicht beißen. Ja, fliege schön ins Baum. Gut, dass du tausendmal größer bist. Also die Fliege. Okay, ein Nassrasierer. Ein Schraubenzieher. Was ist das da? Achso, das war Salz. Was ist das da? Angelhaken. Ein Schwimmer. Also, ein Blinker, meine ich. Knopf, Rasierklinge. Das war eine Süßigkeit. Was ist da hinten? Zahnbürste, Soldat, ein Platte, das ist eine Feder, Platte und immer noch eine Rasierklinge. Rasierklinge, ah da. Hey, die habe ich doch letztes Mal schon gefunden. Ich habe Speichen gefunden. Super. Damit kann ich jetzt das Ding hier reparieren. So, dann nehmen wir das ganze schöne Ding mit und setzen hier ein. Bist du zufrieden? Ich wollte mich da noch. Danke. Danke. Ich wollte mich da immer noch umgucken.
Ah, jetzt geht's. Dreh die Kacheln, um sie richtig zu positionieren. Einige Kacheln zu bewegen, wirkt sich auf Benachbarte aus. Okay, ich wollte eh gleich aufhören, also... Warum bewegt... Nee, warte mal. So. Oh, jetzt kann ich jetzt Wühlbild machen. Jo. So, dort ist die Karte. Und ich glaube, das ist nach dem Wimmelbild höre ich auf. Wimmelbärt. Nach dem Wimmelbärt höre ich auf. Muscheln. Was ist das da eigentlich? Ein Brieföffner. Der ist jedes Mal da. Sheriffstern. Mücke, Mücke, Mücke. Wie soll ich denn jetzt hier eine Mücke finden? Dort vielleicht? Ne, das war eine Fliege. Fledermaus, Delfinstatue. Handsäge. Muschel. Eule. Mücke. Das ging aber schnell. Du hast etwas gefunden, eine Handsäge. Boah, weißt du, was ich damit mache? Ich säge damit jemanden jetzt den Arm ab. Hier. Hä? Ich hab gedacht, du brauchst einen Arm. Warum sägst du hier nicht den Arm ab? Hä? Du brauchst doch einen Arm. Du kannst auch von der Puppe den Arm nehmen. Warum bist du eigentlich noch da? Hast du keine Hobbys? Bist ein Geist, hat nichts zu tun. Was ist eigentlich, wenn ich... Komme ich hier hinten noch raus? Nö. Dann gehen wir da wieder raus. So, geht ja schnell. Nee, jetzt bin ich falsch. Da komme ich ja gar nicht... Hä? Aber wie sind denn hier wieder die Buchstaben weg? Mäh. Mäh. Krä. Krä. Krä, mäh. Mehr. Mal gucken, was dort noch ist. Ein Schlüssel. Jeremy Pascal. Das ist zerbrochen. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Und dafür brauchen wir wieder irgendwas ganz Tolles. Ist ja ganz klar. Macht das Ganze ja keinen Spaß, wenn es kein toller Schlüssel ist. Er muss sehr wichtig sein, wenn er auf dem Marktplatz eine Statue vor sich, von sich errichten lässt. Lauf, Claire! Lauf! Sam! Oh mein Gott, nein! Was hast du bloß gemacht, Sam? Warum läufst du dem Mädchen da hinterher? Das ist definitiv die erste mit einem Schloss gesicherte Wassertonne. Wasser muss hier ein kostbares Gut sein. Säge. Säg das einfach mit dem Säge auf, du kannst es machen. Das ist eine Metallsäge, also kriegst du das hin. Was haben die hier? Schlangenkopf. Verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Mist, Dietrich, abgebrochen. Was ist dort drin? Wer ist da? Sheriff Shepard, mein Freund Sam wurde gerade von einem riesigen Hand in den Nebel gezogen. Kannst du es öffnen? Ich muss ihn finden. Ja, ich habe den Schlüssel zum Tor. Doch zunächst bitte ich dich, hilf mir und meiner lieben Violette. Was? Ich war der Absicht, du liebst sie nicht mehr. Du sandest ihr einen Trennungsbrief, bevor der Nebel kam. Nicht lieben? Nein, das ist nicht wahr. Nie würde ich ihr einen solchen Brief schicken. Nie! Ich habe nie aufgehört, Violett zu lieben. Violett. Violetta, ich weiß es nicht. Nicht nach all den Jahren in Gefangenschaft. Der Brief muss eine Fälschung sein. Ich schrieb ihr einen Brief, das stimmt, doch ich sandte ihn nie ab. Ich war so beschäftigt damit, Angela, das vermisste Mädchen zu suchen, dass ich ihn nicht absenden konnte, bevor der Nebel kam.
Violet wusste nie, wie groß meine Hingabe für sie war. In diesem Brief war es, dass ich um ihre Hand anhielt. Wir waren schon seit Jahren ein Paar und ich wusste, dass sie darauf wartete. Wenn das kein Stoff für einen Roman ist, was ist mit dem Brief passiert? Er war die ganze Zeit im Tresor, doch der Code. Es ist so lange her, dass ich mich nicht erinnere. Ich war gerade dabei, die Blumen zu gießen, als mich der Nebel hier einsperrte. Nun, es hat für den Wächter und den Pianisten funktioniert, Sheriff. Funktioniert, Sheriff? Ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Finde den Brief. Okay, das machen wir aber in der nächsten Aufnahme. Und dort gucken wir uns dann auch weiter um. Ich würde sagen, ich hoffe, dieses kleine, ich weiß nicht, wie lange es dauert, Neu-Wimmelbild-Spiel-Let's-Play gefällt euch. Und ich sage einfach mal, danke fürs Zusehen und sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao.